Willkommen zurück bei Raft. Ja, Leute, wir sind jetzt schon richtig, richtig gut auf unserer kleinen schwimmenden Insel. Sehr, sehr schön, gefällt mir total. Wir werden mal gucken, was wir heute Schönes bauen werden, wie wir unsere, ja, kleine, aber jetzt wirklich schon feine Insel verbessern und starten ins Spiel. So, schönen guten Morgen. Oder im Moment ist es ja noch Abend. Eine Palme. Ja, wir haben hier schon ein wenig gebaut. Das ist hervorragend. Finde ich total cool. Wir werden als allererstes natürlich erstmal wieder einmal trinken. Zack. Damit wir keinen Durst haben, machen wir natürlich hier gleich mal wieder auffüllen. Unsere Netze müssen wir auf jeden Fall auch heute mal wieder ausleeren, würde ich sagen. Und wir werden gleich auf jeden Fall nochmal angeln gehen. Angeln, angeln erstmal. Guten Morgen, Walter. Da schwimmt da um uns rum. Oh, da kommt ein Fass. Kommen, wir schnappen uns hier gerade einmal jede Menge Kram. Dann haben wir jetzt mal wieder gleich mal ein bisschen aufgefüllt. Kochen und wir haben hier rote Beete. Die ziehen wir uns gerade mal so rein. Und wir gucken auf jeden Fall. Nee, als erstes machen wir so hier, weil unser guter Walter hat doch hier uns etwas abgeknabbert. Da, das reparieren wir selbstverständlich erstmal wieder. Mein Gott, was hat er denn hier alles kaputt gemacht, der Gute? Haben wir gar nicht mitbekommen, oder ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Da müssen wir auf jeden Fall hier unser kleines Floß noch ein wenig verbessern. Machen wir mal so. Das hier lassen wir aber so breit erstmal. Hier haben wir schon mal ein wenig ausgebaut, aber jetzt haben wir tatsächlich erstmal wieder Hunger. Und ich würde sagen, wir angeln jetzt erstmal ein wenig Fischchen, gucken, dann legen uns das dann auf den Ofen, werden dann noch gucken, wie wir weiterbauen. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal alles wieder repariert, was kaputt war. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er uns so viel kaputt gemacht hat. Er schwimmt da immer um uns rum, aber das sollte er natürlich nicht wagen, uns hier alles auseinanderzunehmen. Da kommt wieder ein Fass. Aber das steht, glaube ich, wieder still. Keine Ahnung warum. Die haben manchmal keine Lust, weiter zu schwimmen. Ist er jetzt schon wieder irgendwo am Knabbern? Nein. Da hinten hat er, glaube ich, noch nichts weggeknabbert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das mit dieser Wand dort lassen. Wir werden uns auf jeden Fall noch eine Lampe gönnen. Die werden wir uns da oben noch aufstellen, dass wir auch in unserem Wohnbereich dann eine, ja, eine Lampe haben. Da vorne fehlt, glaube ich, auch was, ne? Hier an der Plattform. So, Fisch haben wir jetzt erstmal wieder genug. Wir hauen uns frischen Fisch erstmal auf den Grill. So, mach mal einmal drauf. Wir werden uns oben einen gemütlichen Wohnbereich aufbauen, denke ich mal. Wir werden jetzt erstmal aber noch ein bisschen trinken. Zack. Und füllen das Ganze natürlich wieder auf. Man kommt hier nichts zu nichts. So, Hunger haben wir nämlich jetzt langsam auch. Einmal trinken. Ja, da vorne hat er uns auch irgendwie wieder noch was zerstört. Der Gute. So, dann versuchen wir hier natürlich, ne, kommen wir da irgendwie rum. So, dort hatten wir nämlich auch noch eine Planke aufgebaut. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier so lassen. Vielleicht lassen wir es auch so oder wir machen das tatsächlich nochmal weg. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt direkt noch machen, wie es dann schön aussieht. Wir können es ja ausprobieren, wie es ganz gut aussieht. Jetzt nehmen wir uns aber erstmal Fischchen und hauen uns den rein.
Ansonsten hustet unser Guter gleich nämlich wieder und das wollen wir nicht. Hier, die essen wir gerade auch mal. Dann sind wir erstmal wieder gut dabei. Das finde ich, also mit dem Tisch, das finde ich schon toll. Das sieht schön aus so. Und da kommen jetzt mal Planken, Fässer angeschwommen. So, wir legen aber mal eben drauf. Nochmal wieder Fisch braten. Soweit erstmal. Einen Fisch haben wir noch. Den könnten wir hier mal gerade in unsere Essenskiste reinlegen. Da haben wir auch noch zwei Fischchen. Mit den Kokosnüssen bin ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich schlauer geworden draus. Müssen wir mal sehen. Das eine Fass, das haben wir jetzt verloren. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben hier sehr, sehr viel Baumaterial. Ey, Walter! Da hat er schon wieder zugeschlagen hier. Und dann bauen wir gleich wieder auf und machen uns jetzt erstmal ein wenig Seile. Die werden wir brauchen. So. Ach nun, komm, mach hin. Hier. Dann craften wir uns ein paar Seile. Und wir craften uns auch noch mal einen Becher, weil wir uns diese Lampe gönnen werden. Diese eine Kartoffel, die essen wir gerade mal. Und nee, wir essen jetzt erstmal noch Kartoffel. Roh bringt uns das jetzt zwar nicht allzu viel, aber nun gut. So, das haben wir jetzt erstmal. Ich würde nämlich jetzt ganz gerne einmal die Lampe bauen. Und die haben wir hier. Die können wir uns jetzt auch schon craften. Wir machen das aber ganz einfach erstmal so. Und machen Bams. Legen dann noch einmal hier ein bisschen Kraut ab. Und wir craften uns auf jeden Fall auch noch einen kleinen Blumenkübel. Hätte ich auch noch ganz gerne. Wo haben wir den? Den haben wir hier. So, da machen wir uns einmal und wir stellen das hier oben ab. Wir müssen wieder trinken. Erst noch. Also, Prost. Sonst hustet er gleich wieder. Das können wir nicht verantworten. Hier, mach mal, füll mal bitte auf. Dann stellen wir jetzt einmal Lämpchen auf hier oben. So. Ich meine, eigentlich ist es schon ganz schön so, dass wir hier ein wenig abgesicherter sind. Jetzt stellen wir hier einmal eine Laterne auf. So, die stellen wir ein bisschen an die Kante. Das können wir hier oben ja ruhig. Da brauchen wir keine Angst haben. Nehmen uns dann einmal diese Pflanzenkiste und wir gucken gerade mal, wie war das nochmal gewesen? So ein wenig. Oder in die andere Richtung. Ich glaube so. Und stellen uns die hier vor. Dann haben wir auch die Sicherheit, dass wir hier auf gar keinen Fall herunterfallen werden. Da können wir uns dann noch irgendwie ein kleines Grünzeug reinpflanzen. Das werden wir dann sehr wahrscheinlich an dieser Seite dann auch noch einmal machen. Wir können hier runtergehen, ohne dass wir ins Wasser fallen. Das ist hervorragend. Jetzt trinken wir erstmal wieder einen Schluck. Werden wir uns natürlich auch noch oben aufbauen, ganz klar. So kommen dann einmal Wasser wieder aufgefüllt. Und wir müssen auch schon wieder essen. So, hau dir den Fisch rein. Das ist gut. Wir trinken noch mal einen Schluck. Leider, leider haben wir kein Bett. Wir haben noch kein Bett im Spiel. Finde ich ein bisschen schade. Ein Bett ist schon eigentlich was, was man sich noch wünschen würde, würde ich mal sagen. So, dass man hier auch die Nacht, ja, schlafen könnte. Das wäre eigentlich ziemlich genial, ne? So ein Bett im Spiel sollte noch,
kommen. Ich hoffe, dass es kommen wird. Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass es so sein wird. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze sowieso noch entwickeln wird, aber es gefällt. Es gefällt mir, ich finde es schön, mir macht das Spaß. Aber es sollte halt dann doch, sowas sollte dann halt doch tatsächlich noch kommen. Na, hier kommen. Wir sammeln gerade mal die Netze ein und wir sind schon wieder voll. Schade, da fällt uns schon was. Ach ja, komm. Können wir gar nicht machen. Jetzt fällt uns das hier aus der Tasche. Das können wir jetzt gerade auch nicht machen. Wir müssen uns erstmal einmal wieder Seile. Hier, wir craften uns erstmal ein paar Seile. Die können wir auch schon nicht mehr aufnehmen. Ach komm, wir müssen erstmal was ablegen. Wir verlieren sonst ja alles hier, das geht nicht. Komm, wir haben hier unsere Krempelkiste, da packen wir erstmal was rein. Kisten werden wir, da können wir auch nichts mehr reintun. Ja, da müssen wir erstmal sehen, wie machen wir denn das jetzt? Dann werden wir vielleicht uns erstmal eine Kiste ranmachen. Wo haben wir die denn nochmal? Dort. Müssen wir uns vielleicht noch eine Kiste craften? So, das ist. Das müssen wir jetzt erstmal zumindest, dass wir unseren Sachen ein wenig noch verteilen können, sonst können wir nichts mehr aufnehmen. Wo stellen wir die denn mal hin? Wir werden uns eine Kiste hier auf hier. Ich hätte gerne eine Kiste hier auf jeden Fall unter der Treppe. Hier so. Und die sollte dann da auch stehen bleiben. Also könnten wir die hier auf jeden Fall schon mal dorthin stellen, weil sie auf jeden Fall hier unter der Treppe stehen bleiben wird. So, kommen, dann packen wir uns die da hin und dann lagern wir dort in dieser Kiste erstmal unser Holz. Weil dieses, also die eine Holzkiste und eine Kiste mit Seilen, werden wir auf jeden Fall zur Reparatur für unser Floß immer brauchen. Das hätte ich auch ganz gerne, dass wir das so haben. Und ja, dann können wir das so machen erstmal. Na, da haben wir auf jeden Fall mal was geschafft. Da kommt jede Menge Krempel nämlich angeschwommen. Und es ist eigentlich zu schade, dass man den nicht mitnimmt, ne? Aber wir können nicht alles mitnehmen. So, jetzt sind wir nämlich schon wieder voll. Aber ein wenig haben wir mal eingesammelt. Ich bin ja immer noch in der Hoffnung, dass wir auch mal etwas anderen Samen noch finden werden. So, komm, dann mach mal. Jetzt sind wir hier. So, wir haben wir noch. Nee, haben wir eigentlich gar nichts jetzt hier für die Kiste. Ist okay. Dann machen wir das so. Legen wir das Zeug hier erstmal rein. Warum macht er jetzt diese Armbewegung? Manchmal ist er dann halt ein bisschen durcheinander. Er denkt jetzt, er schwimmt. Ach so, weil wir hier vielleicht unter der Treppe jetzt stehen. Und er hustet schon wieder. Wir haben schon wieder Durst, Leute. Wir müssen eben noch mal was trinken. Und dann werden wir an dieser Stelle jetzt auch erstmal wieder Pause machen. Und ja, werden morgen weiterbauen. Auf jeden Fall. Ich freue mich, wir machen hier nochmal Wasser rein. So. Werden dann hier nochmal trinken. Alter Schwede, wir haben drei Fässer da drin. Hier will er jetzt gerade nicht, warum auch nee, immer. Komm, wir ziehen uns die rote Beete noch rein. Das hat auch noch einen kleinen wenig Effekt. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt für heute erstmal wieder eine kurze Pause, schauen in den wunderschönen Sternenhimmel und werden uns morgen natürlich dann wieder dran machen und weiterbauen. Weiter. Unser Fluss soll schön werden und wir wollen uns hier wohlfühlen. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr und ja, ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.